willkommen zurück zu einer neuen durchgeblasenen Folge Party Animals mit einem Mann, der gesagt hat, dass er gerne Tiere durchbläst. Kreis, was hat Choo das zu bedeuten? Choo-choo ist mein Motto. Heute fahre ich den Tierzug aber durch den Zoo und Kreis schiebt von hinten. Nochmal Haie hier, vielleicht mal den? Hast du den Silberhammer? Oder hast du Pirate? Oder... Nee, ich glaube, Haie habe ich gar nichts Besonderes hier. Da habe ich nur hier den I don't show my face. Aber den hast du, oder? Was? Den normalen? Ja. Also diesen... Ja, Vanilla Shark halt. Das ist nicht Vanilla. Vanilla ist blau. Echt? Aber da, den kriegt man am Anfang irgendwie geschenkt. Also du bist professioneller Tierdurchbläser, ne? Und du willst immer sagen, dass man... Also du sagst, es ist wichtig, dass man Durchbläser sagt... Und nicht Tierbläser, weil du bläst durch. Das ist ein riesen Unterschied. Ja, klar, man muss schon, ne? Man muss da irgendwie. Was ist hier? Lasst mich doch, ich wollte doch nur die Schaufel. Alter. Aber ich hab die Katze für dich noch weggeballert. Richtig auf Lelek Base. Ich will doch nur diese Pfanne. What's the problem? Vorsicht, da liegt eine Bomba. La Bomba, lo. Boah, Alter, das hat die Fledermaus richtig geitschibahnt. Ja, dem hat man richtig die Itchi-Banane gebuttert. Marina-Haie halt, ne? Die sind gefährlich. Merino. Merino-Hai. Aus Merino-Hai wurde mein Pulli hergestellt. Ist das der letzte hier? Alter, da regnet es Fische. Ich schmeiß ihn ins Wasser. Ich hab ihn ins Wasser geworfen, ja. Aua. Alter, wie die mich hier bombardieren mit Bomben. Ja, ja. Fisch. Alter, Alter. Du bist nicht mal untergegangen. Das hab ich noch nie erlebt. Das hab ich noch nie erlebt, du. Das war krass. Aber jetzt weißt du, der Hass wird da sein jetzt, ne? Ja, der wird da sein nach der Nummer. Ach du, diese Fledermaus ist voller Hass. Ich bin leider kein Batman-Fledermaus. Oh, da liegt ein Chuckaloos. Oh, die Katze! Sie ist reingefallen. Achtung, die Fledermaus hat Chuckaloos. Ey! Ich habe keine Ausdauer mehr, ich ersaufe. Ich bin ertrunken, weil ich keine Ausdauer mehr hatte. Oh Gott! Jetzt der Hass ist groß geworden, Alter. Der Pizza-Hass. Das heißt, ich kann schon mal ordentlich durchschlagen. Ey, das gibt's jetzt nicht. Wie dodgt denn die Fledermaus meine ja, Punches? Das ist Fladraxa. Ey, Fladraxa ist ja unbesiegbar. Aus der Anderswelt. Er kommt aus der Nunchakaloo-Welt. Leg dich nicht an mit Fladraxa. Wo ist Fladraxa jetzt hin? Na, er hängt da hinten. Haha, ich hab den Hund runtergeschubst mit der Bombe. Ah, aber Latraxa ist... was? Er macht irgendwie so Händchen halten. Mit einer Hand zieht er dich weg. Ich hab keine Ausdauer. Ja, du hast noch Zeit, ein bisschen zu resen. Ein paar Seconds. Versuch hier Lachse zu werfen. Wo kam denn der Hund jetzt wieder her? Was ist mit dem? Er kam aus der Anderswelt. Aus die Katze runtergeballert. Ballert. Ich Krokolodoko. Ich werf einen Lachs. Rettungslachs. Boah, er hat mich richtig abgerissen. Ich hab alle drei, Alter, getrippelt. Jetzt liegen sie da. Warum bin ich jetzt schon wieder genockt? Weil das Krokodil da so wild um sich schlägt. Komm mal nicht raus, sonst ersauf ich. Ne, der Hund ersäuft. Der Hund hängt fest. Boah. Vorsicht. Der Lachs hasst es hart. Boah, Alter, nein! Ich wurde richtig abgelaxt. Aber der Doktor müsste eigentlich schon ertrunken sein, normalerweise. Oh, tut aber nicht. Guck mal, ich bin richtig weit oben. Ich halt mich, weil Hai-Genetik. Hai-Genetik. Hey, was? Hab ich gewonnen? Was? Was? Doktor ist unter Wasser und lebt immer noch? Ein Amphibienhund? Minuten unter Wasser, Amphibienhund. Was ist das denn?
rein mit denen ins Loch. Was? Die wird rausgeschoben? Ja, du musst, wenn das Loch frei ist, musst rein. Hier liegt ein Lollipop. Ich kann den protecten noch ein bisschen, aber... Ich kann nicht. Die Fledermaus drückt mich unter Wasser. Wie sie alle abhauen. Oh Gott. Ich hab den Lollipop protected. Der liegt noch da irgendwo. Ja, ich hol ihn. Ich kann nicht greifen, weil ich so Highfinger hab. So schmuddelig. Da liegt auch noch eine Tasergun. Oh, Murphy. Boah. Achtung. Oh, er gibt mir einen Dropolo Kiko. Der Dropolo. Boah. Mit in den. Ey, was? Der Doktor ist schon wieder oben. Ja, ja. Wir haben aber nochmal gepuncht. Kommst du rein nochmal? Nee, nee. Ey, ich kann mich immer an der Flosse halten. Das ist alles. Seitdem die das geändert haben, ist das Spiel nicht mehr gut. Uff. Ich glaube, die haben übelst viel Ausdauer rausgepatcht. Für schnellere Runden. Was? Wie bin ich denn jetzt genockt worden? Da kam ein Lachs. Boah, ich hab ihn auch noch geballert. Retterlachs! Boom, Katzenlachs, Alter, direkt ins Gesicht. Boah. Fledermaus verkeilt sich da drin. Ey. Schon wieder genockt. Retterlachs! Vorsicht, der macht Headbutts da hinten. Ich hab leider keine Lachskanone mehr gerade. Ey, ich werde unter Wasser gedrückt. Jetzt fehlt der Lachs. Was? Ne, das war's. Das war's. Schon wieder gelb. Diesmal mit dem Hund aus der Anderswelt. Baller den runter, ja. Komm schon. Kann doch nicht sein, dass der dann wieder gewinnt. Ich verstehe es auch nicht. Einfach wieder auf. Boah, ich verstehe auch nicht, wie der Hund gewonnen hat. Ja, das mit dem Hund verstehe ich auch nicht. Wie der Hund gewonnen hat. Er war länger unter Wasser als alle anderen. Achtung. Chucks. Wir müssen gelb dezimieren. Die Grünen sind alle rausgeflogen. Nein, hier, die Katze kannst du wegschmeißen. Alter, jetzt kommt aber die... Boah, die Katze puncht mich in die Anderswelt. Ich hab gelb eben gerade weggeflatscht. Da bist du, Alter, kommt eh wieder. Achtung, Rakete. Der Hund. Hier ist blau nochmal gehittet. Ich versuche den Pfannenmann ein bisschen... Hat er seinen eigenen Kumpel verprügelt. Boah! Pfanne schlägt Chuck. Ich hol dich. Das Hochgehen und Hoheitsgebiet sichern. Alter! Mir schmeißt einer eine Banane direkt unter die Füße. Ich bin immer noch flutschig. Boah, ey, die ballern mich hier tot. Oh, jetzt krieg ich auch noch einen Lachs. Aber ich hänge irgendwie an der Tür. Nee. Nee, nee, nee. Ah, ah. Ich hab einen Hund, konnte ich runterwerfen. Alter, wie lachsen die mich denn die ganze Zeit? Ich krieg nur Lachse ab. Nur Lachse, Alter. Nee, ich komm auch nicht mehr ran. Obwohl, doch. Ich bin noch da. Da wird aber ein Lachs kommen, warte ab. Obwohl, die haben alle ihre Lachse für mich verschwendet, glaube ich. Das ist... Die sind nur auf Shark. Pump auf Shark. Lachsangriff auf Shark. Nö! Alter, regnet schon wieder Fisch. Ich habe ihn mit dem Lachs genau getroffen und er sagt, juckt mich gar nicht. Jetzt aber, bam! Die ist genockelt, Alter. Wie kann die denn überleben? Wie kann denn der Doktor da unten überleben? Guck dir das an, Doktor lebt immer noch. Ja, aber die Katze auch. Wobei die Katze jetzt untergegangen ist, ganz schnell. Ja, und wenn jetzt Doktor wieder gewonnen hat, das ist ein Cheater. Jetzt gehe ich unter.
Ich sehe seinen Namen immer noch da. Oh, Gott sei Dank. Wo ja, die Katze hat gewonnen. Ja, die fallen ja da noch. Das Typhoon ist Hass. Naja. Boah, hab ich die Fledermaus weggeflallert. Boah, den Hund habe ich auch weggeflallert. Ey, Alter, die andere Katze mit dem Knüppel jagt nur mich. Was soll denn das? Die Leine, Mann. Der Hund versteckt sich die ganze Zeit hier oben. Das ist seine Strategie. Achtung, da kommt. Der Hund versteckt sich die ganze Zeit, damit man ihn nicht sieht, weil alle sich da vorne prügeln. Ja, hier, Doktor und Dings, schmeiß den Hammer weg. Das sind da eben gerade zerrissen. Nö, nee, da oben, die haben sich da gegenseitig. Alter, regnet schon wieder Lachs. Hau doch den Gelben weg, mein Gott, wenn die jetzt gewinnen. Ey. Boah. Boah, der Hund trifft uns beide, Alter, das gibt's nicht. Fliegt aber selber raus. Ja, aber der hat seinen Mate da oben drin. Nee, der Mate da oben hängt noch. Der Doktor. Das war's. Ich sauf ab. Ich hab keine Ausdauer mehr. Ey, Alter. Also die Hunde. Ja, guck mal, der hängt da nur drin und er säuft vor sich hin. Gewonnen. Easy. Also wie der das geschafft hat, so lange die Luft anzuhalten, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ich halte jetzt auch schon seit einer Minute die Luft an, aber... Ja, aber... Also das war doch... Das war auf jeden Fall Cheaterei. Das war Cheaterei. Keine Ahnung. Vielleicht hat das Spiel gedacht, er lebt noch oder so, weil er auf dieser Kante saß da. Ach, das sind Schummelboys. Das sind richtige Schummlecks. Richtige Schummlecks. Ich habe eine Nachricht von Pablo gekriegt, dass ich was gewonnen habe und ihm nur 300 Euro überweisen muss wegen den Versandkosten von dem Koffer voller Geld. Ja, klar, natürlich. Ja, das klingt total... Schreib ihm doch zurück, zieh's von meinem Gewinn ab. Ja, genau wie diese Leute, die dann sagen, oh, von wegen, ich hab was gewonnen bei einem Gewinnspiel, ich habe doch an gar nichts teilgenommen, das ist aber toll, dem überweise ich 150 Euro bei Telegram in Google-Guthaben, das ist voll die gute Idee. Leider passiert das sehr, sehr häufig. Leider, und das ist ein Problem. Ich will verstehe gar nicht, das nicht. Stimmt, guck mal, die machen das ja weltweit. Das ist ja auch bei allen Kanälen siehst du den Scheiß, ne? Ja, ja. Jetzt stell dir mal vor, weltweit fallen jeden Tag 100 Leute drauf rein und überweisen diese 70 Euro. Und das ist ja eine geringe Zahl, 100 Leute. Was nehmen wir? Den da mal wieder, da war auch schon lange nicht mehr. Ist die in Geist-Variante? Boah, welche Katze ist denn das? Die hier ist die, glaube ich, ein Vanilla. Also nicht dieser Garfield, sondern die andere. Es gibt drei Stück insgesamt, glaube ich. Die hier, ja, ne? Ja, da. Hast du den Sif? Nee, ich habe nur die zwei. Oder Ghosty. Soll ich einen Ghosty nehmen? Ghosty. Bisschen Weißbrot. Jetzt heißt aber Redemption, ne? Jetzt müssen wir redemptieren. Verteidige mich! Bin drin. Okay. Hol erste Münzex und bin genockt. Münzex. Alter, es sind ja nur Gegner. Ey. Hier sind vier Gegner. Wir sind hier nur zu zweit, ja? Am Gegnerautomaten. Verteidigt mich. Bin drin. Oh, Diamonds in the Sky. Die gehen nicht an ihren Automaten. Ja, ich werde hier von einer hasserfüllten Gans geschändet. Was, Alter, was er für einen Dropkick gemacht hat? Ich klemme unter dem Monitor.
Einer hat sich selbst gefroren. Hier steht, jetzt hängen sie dran, ey. Ich häng auch dran, aber es zählt nicht. Ey, ich war eben wirklich 20 Sekunden an dem Ding gehangen und es hat nicht gecharged. Und er hatte die Hand wirklich genau auf diesem roten Knopf sogar. Alter, jetzt hat der eine hier noch eine Freeze-Gun. Warum prügelt mich jetzt mein eigener Mate? Ey, ey, dieser Gorilla gibt solche Dampfhammerfäuste. Na egal, wir halten hier den Automaten relativ clean gerade. Wir kommen aber nicht ran, weil hier drei Leute vor unserem Automaten stehen. Die blockieren so mit ihren Leichen das Ding. Wieso sammelst du für Blau nicht sammeln? Du sammelst für Blau, hör auf, Mann! Box ihn weg. Er hat für Blau gesammelt, der Idiot. Ah, der Otter! Wir haben hier sehr intensive Redemptions, Alter. Oh, ich bin drin. Ich kassier. Komm schon. Ja, noch ein Smaragd. Rubin. Diamant. Er sammelt für Blau, der Idiot. Hör auf! Oh, ich habe mich lang gehalten, aber es reicht nicht ganz. Ich freeze die hier, Alter. Alter, ey. Ich komme nicht ran für die letzten paar Zentimeter hier. Komm schon! Ich bin drin. Ja. Boah. Du musst es irgendwie mal gewinnen und da, glaube ich, 25 Rubine einsammeln, um für einen Skin. Das ist auch 25 Rubine, bis du das hinbekommst. Boah. Oder 15 oder irgend sowas. Also wirklich schon eine Menge. Hallo. Ach, ich habe da gut geklärt. Die konnten an dem Automaten gar nichts machen. Das war wie das dicke Rowdy-Kind in der Arcade früher, weißt du? Du redest von deiner Vergangenheit? Nee, ich war eher das dicke Opferkind. Ich war nie der Rowdy. Man hat mir immer meine Münzen abgezogen. Ja, so. Ich mir mühselig zusammengeblasen habe im Waschsalon. Ja, ja. Ich musste immer beim Pater Johnson, musste ich immer im Waschsalon helfen. Deswegen habe ich es halt so schwer in der normalen Welt. Man nannte mich Kreis, weil ich gut stuck geblieben bin, ja, im Waschsalon. Die matchen uns gar nicht mehr. Klar, jetzt gibt es nur noch High-Sweat-Lobbys. Mit unserer KD. Das war wie dieser Typ, der bei diesem Pay-to-Win-Diablo auf dem Handy, der so viel Zeug gekauft hat, dass er dann PvP nicht mehr gematcht werden konnte, weil er einfach so ein hohes Level hatte, dass... Ja, wir sind halt auch schon so am Sweaten, die wissen gar nicht mehr, wo sie uns reinschieben sollen. Oh, Hockey Redemption oder? Boah. Ich glaube, es wird nochmal Into the Game. Nee, es wird Hockey. Alter, Hockey kenne ich nur Schmerzen. Hockey ist Pain. Ich muss dann aber irgendwas Massives nehmen, vielleicht so ein Eisaffe. Ja, vielleicht. Ein bisschen Harambe-Modus machen. Harambe. Ich glaube, du musst auf Harambe gehen. Wo habe ich den Affen denn hier? Hast du den da? Agent Monkey? Weiß ich nicht. Ja. Harambe, Fool. Two Bananas vor Harambe. Achtung, Mutter, sie gehen auf Harambe. Guck mal, der eine heißt Otrox, Alter. Das ist ein Ottersohn. Das ist ein richtiger Ottersohn. Hat aber roten Käppchen. Ja, ja, klar, Undercover Otter. Oh. Hab ihn gerettet. Sehr gut, sehr gut. Da kann man raus. Ich defende. Boah. Hier, schieben nochmal nach vorne. Boah, Alter, die geben aber... Die geben richtig Gas. Die geben Gas, du. Kleiner Seitenwechsel und jetzt runter damit. So. Was? Er kommt wieder. Braucht jemanden vorne an der Front? Warum rennt denn einer unserer Leute mit einem Schild von den Gegnern rum? Na, ist doch gut, wenn er ein Schild hat. Ja, aber ich habe ja auch ein Schild. Wir brauchen noch Angreifer. Ja, aber dann haben die kein Protecting-Schild.
Er kann ja auch mit dem Schild angreifen. Aber nicht gescheit. Wenn du normal drauf schlägst, machst du mehr Bums. Mit Schild ist nicht so Bums. Doch klar, mit Schild macht er richtig Kartoffeln. Nur wenn du im Tor stehst. Ja, nur wenn du konterst. Ja, nur wenn du konterst. Mal. Oh, der flippert. Harambe, so. Aber Fool. Fool Harambe. Siehst du Harambe auf seiner Wampe? Und da bam. Ja, das war ein schöner Harambes Twist. Schöner Twist-Kick. Schön leicht angeflitscht. Bisschen jiggy. Aber sonst okay. Oh. Oh. Alter, jetzt hauen sie hier den Torwart tot. Wir haben keinen Torwart. Aber ihr könnt Harambe-mäßig reinmachen. Boah, Mist. Harambe war aber im Weg. Jetzt. Ich hab nix Schild. Ist abgeprallt. Hier. Bam. Ja. Aber er hat sich leider für... Der Otter hat sich für sein Team geopfert. Handschale weg. Jetzt. Punching. Hard Punches. Doppelaffen. Ja. Doppelaffendruck. Der gute alte Doppelaffendruck. Der gute alte Dutch-Druck, Alter. Double Ape. Der gute alte Ape-Druck. Affendruck. Ich hab Affendruck auf Leitung. Auf Leitung 7. Boah, zum Glück hat da einer richtig reingeflippert, Alter. Ist mir direkt die Bananenbadekappe vom Gesicht geflogen. Hey, meine Bananenbadekappe ist. Oh. Ohne die hab ich keine Chance. Ich spiele ihn wieder in die Mitte. Wäre voll witzig, wenn jemand auf deiner Kappe ausrutscht. Das wäre voll geil. Oh, das war ein guter Flitch. Komm jetzt, Häschen. Du musst ein bisschen Ausdauer resen, Alter. Bam. Ich stehe im Tor. Ja, das sieht gut aus. Ich mach Druck nach vorn. Oh Gott, Druck nach vorne. Ja, ja, hast du genockt. Oh, Mist. Ja, der hat geschildert. Oh, ich hab ihn aber noch berührt. Ich hab ihn noch berührt, ey. Da war noch ein Side-Slide mit drin. Okay, die sind schlecht. Die sind schlecht. Und jetzt, bam. Ja, oh, mit dem Schild. Jemand Glück. Muss den Typ mit dem Schild wegballern. Oh Gott, ich werde hart gesqueezed, Alter. Die haben die Zahnpastatubentechnik bei mir gemacht. Und jetzt kommt der Hund. Bam. Harter Block. Ghost Dog. Du bist holländisch. So, da. Hier, ich hab holländisch geblockt. Ja, ich wurde aber holländisch gedutscht, ey. Aber richtig, hier im Dutch-Ofen. Ja, ja. Was ein schöner Schweden-Ofen, du. Schöner Schwedenfuß, Alter. Schwedischer Fuß, ey. Schön hier von Icke Schwedenfuß. Boah, Icke Schwedenfuß hier. Zack, war der Puck immer noch Zittermann, aber kein Problem. Totenkopftechnik, 11 Mann im Strafraum und dann richtig ab. Totenkopftechnik. Die Totenkopfformation. Oh! Der war Zittermann, aber da still! Totenkopfformation, ja! Jo, Icke will die Schwedenfuß. Schwedenfuß schlägt wieder zu. Ein finnischen Drilling, so müssen wir uns aufstellen, Alter. Und dann. Finnischer Drilling. Alter, ich hab meine. Alter. Alter, das war aber ein Dutch Double, ey. Naja, weil es war ein isländischer Fünfer. Alter, guck dir das an! Aber guck mal, auch ein dänischer Drehstoß, Alter, das ist eigentlich eine geheime Technik, ey, bei den Kickers. Schön zu Basa von hinten. Dicken zu Basa, der rein gedrückt. Zu Basa. Boah! Nein! Boah! Das Schild war nicht richtig in der Hand. Kommst du mal zurück ins Leben? Rum. Und jetzt? Icke Starkstrom.
Und Alter, der Puck ist hoch. Puck. Der ist naja, hoch. Der macht die Roll. Geile Technik. Boah. Der macht Hilt. California Rolls machen die, Alter. Schön California Sushi. Oh, jetzt ist er schön. Die haben keine Defense. Erst noch ein bisschen rein. Bisschen rein, das Ding. Oh, Mist. Ey, ich wollte aber noch mal Leder auf der Lippe. Wasser machen. Oh, Mist, ey. Der war zu steil. Steiler Zubi. Steiler Boom. Zubi. Feuriger Zubi hat er dir gegeben. Feurige Feuerzunge rein. Alter. Ja. Da macht er die Feuerzunge. Richtig. Aber was ist denn... Was ist denn für eure Zunge? Nun, das ist, wenn jemand sich auf die Spitze Tabasco macht und dein Anus liebkost. Das gibt Ringbrand, aber richtig. Was ist so ein Künstler, Ringbrand? Alter, raus aus unserem Feld! Bam! Bring den weit nach vorne und nimm dich direkt mit. Mit in den Strafraum, Ringbrand habe ich bekommen. Schön icke Ringbrand. Oh, aber ich habe noch gebremst. Mit Kappe, mit Badenkappe. Oh, ey. Junge. Achtung, Ringbrand. Ja, sehr schön. Oh. Schöner Ringbrand. Oh, Mist. Ich mach ihn nochmal nach vorne. Gecornert. Jetzt, sie haben kein Torwart. Oh. Warum hält er mich denn fest, der Kacki? Jetzt rein, das Ding. Boah, ich hab mich geopfert. Mehrmals. Ich hab mich mehrmals geopfert. Eine Minute, der Ringbrand ist heiß. Boah, ich box alle um, ist mir egal. Ja, ich hab den Torwart genockt. Jetzt. Schön, Hot Ring. Oh, Mist, Rabitino, ey. Wo war die Feuerzunge, die wir gebraucht haben? Es war nicht die Feuerzunge, die wir wollten, aber es war die Feuerzunge, die wir brauchten. Ja, ich hab ihn wieder rausgepuncht. Protected, Alter. Schöne Abprotektion. Oh, ich hab eigentlich gut gegeben, aber dann kam Otaman. Ich bin genockt. Boah, ich bin genockt. Wir hängen ja alle in der Bande, aber wir verteidigen mit unseren bewusstlosen Leibern. Ja. Oh, ich bin oben drauf. Ja. Und mein Otter weggedived. Belgisches Otter-Diving. Die letzten Sekunden, jetzt muss das Ding rein. Junge! Nee, da flutscht er. Sehr viel Butter am Puck. Egal. Sieg ist Sieg. Sieg ist Sieg, auf Zeitspiel oder nicht. Also, ja, wir können noch eine Runde hinten dranhängen, weil ich habe um 12 Termin. Können wir eh nichts anderes machen. Charmin, okay. Hab Charmin um 12. Dann kann ich, wenn du einen Termin, kann ich schnell machen. Bomber Crew. Muss Bürgergeld abholen. Muss ich abholen. Bürgergeld. Alter, ich hab hier Raincoat Macchiato. Du hast du die auch? Level 56. Ich hab einen Eiercoin gekriegt. Was bist du für ein Level? 57. Alter. Eieieiei. Ja, so viel ist das jetzt auch nicht. Hat einen richtigen Charmut in der Hose hängen. Aber quer. Quermut? Ja, nochmal einen schnellen Broken, Alter. Einen flutschigen Arrow. Die Leute wollen nochmal einen schnellen Brokey. Schönen Brokeback Mountain von hinten, ne? Ja, auch in der Luft kann man Mountain baken. Klar, da kann man auch Broken und baken. Broken und baken kann man auch ohne Mountains. Aber davor abklatschen, ne? Hey, was macht ihr? Kühlt euch ab? Wir jagen schwarzen Aal, ey. Wir sind wieder im Angel. Hast du eigentlich hier den schwarzen Boxer-Unicorn? Ja. Oh, dann nehmen wir doch mal den, ey. Mit dem Tauli. Sehen die Leute direkt, wo wir hinwollen mit dem. Mit den Handschuhen. Alter! Er konnte mich. Alter, ich hab dich nur noch fliegen sehen. Ich konnte mich nicht bewegen. Da hat er schon gepuncht, der Drecksack. Wow. Wer war das? Boah, ich wäre beinahe mit runtergeflogen. Das war doch hier Hessel und Kau, oder nicht, ey? Ich hoffe, ihr stürzt alle in den Tod! Bombe! Boah. Okay. Alter, was Alter, ein Flutschfrick, ey. Vorsicht, die Kuh, das ist ein ziemlich aggressiver.
Er hat gerade so Kellen bekommen. Er macht Bomaranga. Er will sich da hinten das Ding holen, glaube ich. Werf mal einen Lachs zu ihm rüber. Oh Mist, der ging drüber. Er will sich hier, er hat sich Shots geholt, ey. Alter, er snipert. Boah! Vorsicht, jetzt nicht selbst ausnocken. Ja! Ich hab mein Handtuch nämlich noch um mich rumgewickelt. Erwin und Stefan! Oh, das sind Döschen. Alter, das gibt's nicht, wie schnell die an einem ran sind, ne? Ja, ja. Alter, was? Boah! Alter, er hat mich in den Propeller genockt, ey. Wie hast du dir jetzt in der Luft die Dose noch reingepinkt? Ja, in der Luft. Alter. Klassische Air-Dose. Klassische, ne? Ganz, ganz klassische. Ich schmeiß auch noch eine Banane, Vorsicht. Hier wird hart gescaped, ey. Banana-scaped. Was? Alter, er macht eine Roll, aber... Ja. Er hat die Banana-Roll gemacht, wollte ein bisschen taunten. Habe ich aber den nassen Stefan gemacht, ne? Den nassen Stefan? Diese Kuh ist super schnell am Start. Naja. Wow. Alter. Okay, sie ist tot. Ja, das hat die Kuh davon, weil sie mich immer Focus Force. Ey, ich kann nicht schlagen, weil ich so voll bin mit... Ja, mit diesen Dingern. Mit, ne? Arrows, ja. Na, oh, Mano! Alter, beide blaue da hinten. Einen habe ich rausgenockt. Alter, er freest mich! Boah, und ich krieg einen Scholz-Punch von hinten. Alter. Ja gut, aber da kann... Ey, Blau hat's richtig auf mich abgesehen. Da hatte keiner, kann sich daran erinnern, dass das hier passiert ist. Haben Sie diesen unschuldigen Mann geschlagen? Kann mich nicht dran erinnern. Freispruch. Das Gericht hat entschieden. He don't remember. Oh, Clothesline Bunnies. Duell der Scharten. Hätte ihn einfach jetzt runtergeworfen, ne? Ja, aber... Ja, selber schuld, wenn er jetzt verkackt. Oh, oh, hat er ihn ein bisschen nach oben geworfen? Ich glaube, er hat ihn nach oben geworfen und deswegen, ja... Alter, das ist eine Ohrfeige. Das ist eine Ohrfeige, das stimmt allerdings. Alter, diese Kühe! Ich kann die nicht knocken, ne? Okay, eine Kuh ist auf jeden Fall schon mal weg. Ah, ich halte mich gerade ein bisschen raus, weil hier so viel gefetzt wird. Lobumbolo Bunny. Ey, ich mach 60 Punches, ne? Real Punches. Ah! Ich hab auch den Hunter-Squatter gemacht. Ja, die ist weggeflogen. Ja, easy. Hier ist noch irgendwo einer, oder? Da oben. Weg mit ihm, sah. Jo! Yeah! Ah, nochmal hier gezeigt, wer den gebrochenen Flügel hat von uns. Boah, ich mach Rückwärtssprung, Alter. Rückwärts vom Dreier. Richtig geil. Ultra. Alter, ist alle. Die kriegst du nicht weg. Alter, das waren wieder Runden. Sehr belgisch. Sehr, sehr belgisch. So, Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und Tschüss!